Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Ich da aus mit Max Mimmel. Spiel wir los. Ja, also, ich habe hier irgendwie die Lösung des Rätsels. Das ist so extrem nah. Ich habe mir sie in der letzten Folge gemerkt, aber ich könnte sie doch zeigen. Na, jetzt sind wir noch ehrlich. Ich bin mal ehrlich. Bum. Yippie! Da kommt ja wirklich was raus. Kennen wir schon hier. Alp. Was? Ja, was ist das? Wiu, wiu, wiu? Das wissen wir doch schon, was der Wiu, wiu, wiu macht. Das, wo wir auch mal ganz gerne mit der Hake langkratzen. Oh, habe ich auch noch nicht gemacht mit der Hake. Bei der Aufnahme meint ja Freps, das ist nicht für nötig. Hier ist jetzt Freps ja nicht für nötig. Und sozusagen. Dings. Nee, weil wir an der Limousine kratzen, passiert nichts. Hoffentlich, jetzt können wir noch hier die Steine richten. Dann ist es auch nicht mehr weit bis zum Ausbruch vielleicht. Ja, Steine richten. Den packen wir nach unten. Den hier so. So. Dann da mit den hier so oben. Dann kommt der Knubbelige hier. Der hier. Wir haben es geschafft! Hey, Alu! Ich gehe da... Moment, speichern wir erstmal, bevor... Nee, speichern wir natürlich auf einen neuen Slot. Haben wir auch auf einen neuen Schlitz gespeichert. Ja, reden wir mit dem Aluminium. Hey, Alu! Ja. Wir wollen... Immer... Schönes. Ja. Warum nicht? Der Sinn. Aber heute. Die kann ich. Wenn du. Dann. Was auch. Schön. Ja. Warum nicht? Der Sinn. Aber. Kann ich. Wenn du. Dann. Was auch. Worauf? Um den Mut. Leider. Chakra. Können wir. Bring die. Sie müssen. Na. Nicht. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht! Was hältst du von dem... Was? Es schwingt mit... Ich fühle... Geh schon mal vor zum Auto, ich warte dort auf dich. Du meinst, du kommst nach? Nein, ich bin bereits dort. Kannst du dich etwa auch teleportieren? Ja, entweder das... Oder Poki war zu faul, eine Animation zu zeichnen. Ha! Der war gut. Könnte ich irgendwie von Dingskirchen? Vorne, wie heißt der Typ nochmal, der das so aufmacht, der so voll berühmt ist und ja so... Poki hat keine Animation gezeichnet. Jetzt reden wir mit dem Schlüsselmeister. Da bin ich wieder. Der ist vom Beruf Klemper. Was unter... Da fragst du... Wie bekommst du... Die einzige Möglichkeit... An dem kommst du nicht und lass dir was ein. Fuck. Naja, ich lese dir sogar schnell, da bin ich wieder. Ja, mein wie bekomme ich das Hauptrohr auf? Ja. Die einzige Möglichkeit ist der Knopf im Wachturm. Jo. Leider ist der Wachmann ein echter Choleriker. Scheiße. An dem kommst du nicht so ohne weiteres vorbei. Fuck. Lass dir was an. Ich hab da schon so ein. Hey, Animationsfehler. Ich hab da schon so eine gewisse Idee.
Benutze Stuhlbein. Nee. Benutze Trolle. Ich gehe da lieber nicht mehr rein. Da drin. Sollen wir doch mal in den Keller gehen? Ein paar Dinge mit Dingen kombinieren? Wieso eigentlich nicht? Ja, ach was, gehen wir wieder hoch. Sollen wir unser Glück beim Wachturm probieren? Haupttor! Haben wir einen Schweißbrenner irgendwo im Inventar? Draußen bleiben! Ach, niemand hat uns so eine schöne Einladung geliefert. Poki! Lass mal das wen reden. Ah, für die Tür zum Wachturm hatte ich eigentlich nochmal ein Rätsel konzipiert, das ich schließlich weggelassen habe, weil die Hotspots einfach unmöglich waren. Es war viel zu klein. Aber tatsächlich konnte man das Kaugummi von Roti oder Moti zerkauen lassen. Also das Kaugummi, mit dem man die Autoalarmanlage auslöst. Und dann sollte man das hier ins Türschloss kleben, damit die Tür offen bleibt, nachdem einem der Wächter halt immer wieder rausscheucht. Das habe ich schließlich weggelassen. Schade eigentlich, die Idee war gut. Und ich glaube, jetzt ist das die Tatsache, dass man das Kaugummi aufnehmen kann, vollkommen sinnlos. Außer natürlich, dass man es überall rückwirkend wieder hinkleben kann. Was? Man kann das Kaugummi aufnehmen? Kaugummi! Yippie! Wieso habe ich das nicht gleich, gesagt? Flupp! Ein Klassiker! Den bewahre ich mir für die passende. Ich kenne keine bessere. Tatsache ist, ich brauche. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an. Kann man schon. Jetzt muss ich keine. Du musst. Du musst nicht, aber du kannst. Finde ich cool, Harvey. Gehe nach Wachturm. Wachturm! Draußen bleiben, man wachte die Schlossform. Ansehen, Stromzähler! Es wird viel zu viel Strom, als würde im Haus jemand sterben. Ansehen. Hier bewahrt Dr. Marcel seine Schief. Bist du sicher? Nein, aber es liegt. Können wir? Lass uns ein Loch in. Ach, Harvey, denk an die vielen unschuldigen Grundwasser am Möbel. Ich mag Grundwasser. Ich denke den ganzen. Das heißt ja nicht, dass ich sie gleich. Jetzt kommt es. Wie können wir den Spind benutzen? Ja, wer ist da? Na warte! Nix wie in den Spind, in den Spind. Jetzt kommt's. Hey, wo bist du? Jetzt benutze. Warte, das tue ich lieber. Oh nein. Fuck! Hey! Da, wie bist du? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's. Marsch! Und lass dich. Das geht in dieser Folge nicht. Also erstmal müssen wir da noch zum Fluchtauto. Fragen wir Aluman. Mit Aluman. Moment, gehen wir ihm das schon. Mr. Stark. Würde das. Das ist. Der Wagen läuft. Was dachte Edna? Du musst. Zigarette. Kaugummi. Ich lauf ja schon. Sie haben Kaugummi gesagt. Ich weiß, da kommt auch eine ideale Möglichkeit, einen Cut zu machen. Wer ist da? Na was? Doppelanimation. Hey, wo bist du?
Hey! Das Tor ist auf. Warum? Was? Das, dieses Mist gehört an den Kontrollen herumgespielt. Was ist das für ein Geräusch? Ein Motor! Tschüss! Und die Garage! Was ist hier los? Hier ist ja gar keiner! Nee. Verflucht! Und wohin soll's jetzt gehen? Rio de Janeiro! Ich will zum Haus meines Vaters. Es muss dort irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufdeckt. Ja, wir sind auf der Anstalt aufgebrochen. Ich muss wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Wo bin ich? Was ist... Es gab scheinbar... Harvey? Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Ja, wir sind in Freiheit. Fuck, 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 fuck. Wir haben das geile Zeug verloren. Aber jetzt machen wir erstmal eine Pause und weiter geht's in der nächsten Folge. Tschüss!